Solidarität statt Kriminalisierung. Ja. Carola Rackete ist frei, doch gewonnen ist nichts. Das Sterben im Mittelmeer, die Kriminalisierung geflüchteter Menschen und der zivilen Seenotrettung gehen unvermindert weiter. Die Sicherung der EU-Außengrenzen wird kontinuierlich verschärft. Die europäischen Regierungen sitzen die Situation im Mittelmeer weiter aus und der sichere Tod tausender Männer, Frauen und Kinder bei der Flucht über das Mittelmeer wird billigend in Kauf genommen. Die wenigen von NGOs geretteten Menschen werden über Tage und Wochen hingehalten. Die europäischen Staaten schachern um ihre Aufnahme und provozieren so noch zusätzliches Leid auf den Rettungsschiffen, wie auch im Fall Rackete. Horst Seehofer verweigerte solidarischen deutschen Städten die Aufnahme von der Sea-Watch 3. Gleichzeitig treten in Deutschland immer rigidere Asylgesetze und eine verschärfte Abschiebepraxis in Kraft. Wir sagen, es reicht. Es ist höchste Zeit zu handeln. Wir rufen den Notstand der Menschlichkeit aus. Dieser Notstand wird so lange andauern, bis sich europäische Staaten auf einen solidarischen und humanen Verteilungsmechanismus aller Geretteten verständigt haben und die Kriminalisierung der SeenotretterInnen ein Ende hat. Wir fordern sichere Fluchtwege und die zusätzliche Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen. Komm alle zusammen. Hallo, wir sind von der Seebrücke Münster. Wir freuen uns, dass so viele Leute mit uns für Solidarität eintreten möchten. Mit uns tun das heute übrigens Tausende von Menschen bei rund 100 Aktionen in 5 Ländern. Gemeinsam treten wir ein für Solidarität mit Menschen, die ihr Heimatland verlassen müssen. Wir treten für Solidarität mit zivilen SeenotretterInnen, die für ihre Arbeit kriminalisiert werden. Wir treten ein für die Menschlichkeit. Daher fordern wir sichere Fluchtwege. Einer von 6 Menschen, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, stirbt. Seit 2014 waren das über 18.000 Menschenleben. Am letzten Donnerstag legte ein Boot mit 80 Menschen in Libyen ab. Es sank vor der tunesischen Küste. Nur 3 Menschen überlebten. Jetzt gerade befinden sich 2 zivile Rettungsschiffe, die Sea Eye und die Alex, mit 65 und 54 geretteten Menschen an Bord in internationalen Gewässern vor der lampedusischen Küste. Sie warten darauf, endlich in einen sicheren Hafen einfahren zu dürfen.
Carola Rackete hat vor einer Woche den Notstand auf der Sea-Watch 3 ausgerufen, nachdem sie über 2 Wochen lang mit 43 Menschen an Bord nirgendwo anlegen durfte und die Situation sich immer weiter verschärft hat. Wir rufen nun den Notstand der Menschlichkeit aus. Die Menschenrechte sind an Europas Außengrenzen schwer bedroht. Sofortiges Handeln ist unausweichlich. Carola. Carola ist wieder auf freiem Fuß. Dennoch muss sie sich vor Gericht dafür verantworten, Menschen gerettet und in einen sicheren Hafen gebracht zu haben. Genauso geht es 10 Aktivistinnen von Jugend rettet. Andere Seenotrettungsorganisationen sehen sich zunehmend unter Druck gesetzt und eingeschränkt. Die Situation ist absurd. Wer Menschen rettet, landet vor Gericht. Wer sie ertrinken lässt, sitzt in der Regierung.